Frage in der Ökonomie der Menschlichkeit ist ja immer, was tun in diesen stürmischen Zeiten? Im Außen wird es windiger, wie können wir das innen stärken? Also wir wissen, es braucht mehr Resilienz, es braucht mehr Stärke, aber welche Werkzeuge sind gut dafür? Und ein für mich geniales Werkzeug, also das mich ganz, ganz tief bewegt hat, ist Wim Hof. Und Sonja Flandorf ist so lieb, eine Instruktorin von Wim Hof, wo ja das Eisbaden und das Atmen erleben durfte, ist heute da und wir tauschen uns jetzt aus, weil wir am 24. November selbst einen Impuls gestartet haben. Liebe Sonja, du bist gerade am Weißen See und hast aber Zeit genommen, weil es dir einfach wichtig ist. Schön, dass wir uns kurz austauschen können. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Danke, Georg. So, liebe Sonja, wir sind jetzt genau in dem Punkt, dass man oft viel erklärt, viel Konzepte hat. Uns ist Praxis wichtig und dieses Eisbaden löst ja gleich mal was aus, wenn man es hört. Warum ist denn das so? Man hört Eisbaden und sagt, oje, oje. Das hat einfach mit unserer Gesellschaft zu tun, dass wir, ich sage es mal, ich bringe es auf den Punkt, ein bisschen verweichlicht sind, weil unser Körper kann das in Wirklichkeit Eisbaden, sonst hätten wir die letzten 100.000 Jahre nicht überlebt, wenn wir mit Kälte nicht umgehen könnten. Und wie es bei vielen Dingen ist, erinnert uns das Eisbaden wieder daran, was wir wirklich können, an unsere innere Kraft, an unsere innere Stärke. Und wenn man mal dann in einem Eisbad gesessen ist, und du weißt es selber, dann weiß man, hey, ich kann das. Was ist dann noch möglich? Das Eisbad ist ja nur ein Synonym in Wirklichkeit fürs Leben draußen. Das Eisbad ist ein Synonym für Stress und den bewältige ich. Das heißt, wenn ich ins Leben dann rausgehe und ich habe Stress, nehme ich genau die gleichen Techniken, die ich im Eisbad hatte und kann auch dort Stress besser bewältigen. Und das geht natürlich über die Atmung. Ja, also dieses Eisbad, am Anfang stellt es jedem die Haare auf, oh Gott, Eiswürfeln und kalt und diese Klassiker, erkälte ich mich, verkühle ich mich, kann ich garantieren, dass das nicht so ist. sind eigentlich falsche Worte, wenn man es ganz genau nimmt, sondern es geht in meinen Workshops ganz, ganz viel immer, was passiert in unserem Kopf, was passiert im Körper und was bringt es uns fürs echte Leben, ja. Und du hast ganz kurz erwähnt, Atem ist ja wichtig. Für mich ist der Atem sogar noch essentieller. Also ich mag jeden Tag so einen Atemverbund nach Wim Hof, geht dann noch weiter. Also das ist für mich unverzichtbar geworden. Was hat das Atmen auf sich von der Verbindung her? Ja, also das Atmen, das kommt, wie soll ich sagen, Werbung machen mit Atmen ist oft ein bisschen schwierig, weil die Leute sagen, ja, atmen tue ich sowieso. Und je mehr ich mich mit verschiedensten Atemtechniken beschäftige, umso mehr komme ich drauf, wie wichtig das ist. Ja, wir können tagelang, Wochen sogar ohne Essen leben. Ja, wir können Tage ohne Trinken leben. Aber, und wir reden dauernd über Ernährung und was trinken wir. Aber wir können nur ganz wenige Minuten ohne Atem leben. Und in Wirklichkeit ist der Atem so essentiell. Und bei der Wim Hof Atmung ist das das Spezielle, dass es uns auch stressresistenter macht und es lehrt uns, besser mit dem Sauerstoff umzugehen. Durch diese Luftanhaltephasen, die es da gibt, diese bewussten Luftanhaltephasen, lernt der Körper, den Sauerstoff, den er im Körper hat, effizienter zu nutzen. Was uns dann wieder natürlich mehr Energie gibt, mehr Kraft gibt. Also es gibt viele Dinge, die dahinter stecken, wie dass es auch entzündungshemmend ist, es werden Glückshormone produziert und so weiter. Es gibt also viele Dinge, die noch mehr dahinter stecken, ja, also wo wir dann wirklich tiefer gehen, auch am 24. werden wir da auch wirklich ganz tief gehen, was bringt denn dieses Wim Hof Atmen jetzt? Aber grob gesagt kann man sagen, es gleicht aus. Ja, es ist ausgleichend. Wenn du eher müde bist, machst du dich wach. Wenn du aufgedreht bist und voll Stress bist, bringt es dich runter. Ja, also man kann es wirklich in sehr vielen Situationen anwenden. Wo ist denn der Unterschied, Sonja, ob ich heute im Online-Schau mir die Information hole, die ich selbst mache, oder eben in einen Kurs gehe mit dir? Ja, es gibt natürlich viele Leute, die das auch online probieren und machen, aber letztendlich dann in einen Kurs kommen. Und zwar der Grund ist folgendes, wenn du es live angesagt bekommst. Erstens, du brauchst nicht denken. Du brauchst nicht mitdenken. Zweitens, du bist bei einem wirklich zertifizierten Instructor, was auch eine wesentliche Rolle spielt, weil es gibt auf YouTube und online sehr viele Leute, die waren einmal in einem Kurs und jetzt machen sie Online-Atmung.
Und das kann gefährlich sein, weil ganz wichtig ist nämlich davor, Instruktionen zu geben, ganz wichtige Instruktionen zu geben. Und wenn man die nicht hat, sind manche dann überwältigt, weil es doch sehr intensiv ist. Es kribbelt in den Händen. Wieso? Was ist da? Ja, also du musst vorher wirklich auch aufklären vor der Atmung. Und der nächste Punkt ist natürlich, wenn ich die Leute liegen sehe, wie sie atmen, ich kann wirklich ganz individuell auf die Menschen eingehen. Wenn ich sehe, zum Beispiel einer schlaft ein, was durchaus passieren kann, ja, dann gehe ich zu dem hin und sage, ja, und jetzt wieder atmen. Also ganz sanft natürlich. Aber wenn ich sehe, jemand atmet zu viel, dann gehe ich zu dem hin und sage, ruhiger. Also man kann wirklich ganz individuell auf die Menschen eingehen und das gibt den Leuten selbst auch viel mehr Sicherheit, als wenn sie zu Hause alleine liegen und jetzt dahin atmen. Das können sie nachher machen, so wie du das sagst auch, wenn sie einen Kurs gemacht haben. Ist überhaupt kein Thema, das dann alleine weiterzumachen. Oder eben dann öfter so Online-Atem-Sessions oder so zu besuchen. Aber ganz wichtig ist, dass man es am Anfang mal wirklich professionell lernt. Damit man sich auch nicht schreckt, weil ja doch sehr intensive auch Emotionen hochkommen können. Ja, und das ist immer besser, wenn dann jemand da ist und ja, entweder dich in den Arm nimmt oder mit dem du reden kannst oder einfach, dass jemand da ist. Ich habe schon als Berührung zu mir selbst auch empfunden, als sehr angenehme Berührung, wie du eingangs gesagt hast, ja, atmen, wir atmen ja sowieso, aber das ist gerade so ein Überlebensmodus, wie bei mir selbst feststeht, was wirklich möglich ist, wenn man da in dem Sinne hineingeht, von der Tiefe der Atmung, von der Selbstwahrnehmung, also beeindruckendes Instrument, finde ich. Ja, also ich habe jetzt auch wieder bei diesem Weekend hier, also diese Rückmeldungen, die immer wieder kommen sind, ich spüre so viel Dankbarkeit. Selbstliebe, ich spüre mich selbst, also da geht es um, ich sehe Lichter, ja, ist nicht immer, also man sollte es nicht in die Erwartungshaltung gehen, hey, ich werde da jetzt erleuchtet, ja, sollte man nicht machen, sondern das sind einfach die Dinge, die immer wieder kommen und vor allem dieses Wort Dankbarkeit kommt immer wieder, weil man sich einfach glücklich fühlt. Klar, es werden auch Glückshormone produziert, ja, also das ist auch das, was dahinter steckt ein bisschen, ja. Dankbarkeit habe ich auch sehr oft empfunden, aber die Atemsession, die du in der Früh mal angeboten hast, irgendwie so, ich sehe tiefer, ich spüre tiefer, es geht mehr im Leben. Also es ist richtig interessant und das lässt sich mal nicht erklären, das ist richtig erlebbar. Du, einen Punkt hätte ich noch, weil es mich einfach auch fasziniert und ich auch glaube auch dich und viele andere, dieser Wim, der hat ja aus einer persönlichen Lebenssituation, aus tiefer Trauer heraus, dahin gefunden, er verschiebt Grenzen extrem. Du kennst ihn klarerweise, bist ihm oft sehr nah. Wie würdest du ihn kurz beschreiben? Ein großes Kind. und zwar insofern, also positiv, im positivsten Sinne. Er lebt das Leben, er hat Freude. Wenn er einen Baum sieht, ist er oben. Wenn er irgendwas sieht, wo er reinspringen kann, springt er rein. Also er lebt wirklich sein Leben, er hat so eine Freude am Leben und da kann man so viel lernen, wir sind oft so verkrampft und wir müssen das und wir müssen das und er tut einfach das, was ihm im Moment einfällt. Also er ist jemand, der im Hier und Jetzt lebt und das bewundere ich am meisten und er gibt zu viel, ja, er gibt zu viel, ihm ist so wichtig, diese Welt auch zu verändern mit dem Atem, mit der Kälte und zwar die Welt insofern zu verändern, dass er den Menschen zeigt, was in ihnen steckt. Also diese ganzen Weltrekorde, die er da aufgestellt hat, ich glaube 26 oder so, die hat er nur gemacht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und er macht jetzt auch keine mehr. Ja? Er sagt, es interessiert ihn nicht, das wäre jetzt eine Ego-Geschichte, sondern er wollte einfach Aufmerksamkeit bekommen. Und das hat er bekommen durch diese ganzen Weltrekorde. In den Eiswürfelbad sitzen, fast 2 Stunden. Das sind auch Weltrekorde, die zum Beispiel wieder gebrochen wurden von anderen. Und der Wim wurde gefragt, hey, kannst du noch länger als die anderen? Sagt er, na, können tue ich schon, aber es bringt nichts. Brecht alle meine Rekorde, weil dann sind wir dort, wo wir hinwollen. Dann habe ich bewiesen, ihr könnt genau das Gleiche, was ich kann. Also mit T-Shirt oder ohne T-Shirt, eigentlich nur mit Hose und Schuhen auf dem Kilimanjaro gegangen in 2 Tagen. Lauter so Sachen. Genau. Aber das, ich spüre auch beim Wim, dass es nicht darum geht, aus dem Ego heraus etwas zu tun, sondern unsere Grenzen zu weiten.
auch ganz schön, wenn du sagst, er ist Kind sein, das Leben leichter nehmen. Also das sind ja alles Impulse, die auch uns in der Wirtschaft dienen. Wenn man mehr Beobachter wird, wenn man das mehr als Spiel sieht, dann spielt man auch viel leichter. Und weil du gesagt hast, er hat Freude. Freude ist unser gemeinsames Anliegen. Also da ist ganz, ganz viel Potenzial drin. Liebe Sonne, ich freue mich sehr auf den 24. Wir sind im Salzburger Bongau im Lauderspach. Auch Unternehmen der Ökonomie der Menschlichkeit. Schön, dass du an Bord bist. Hast du vielleicht noch Verabschiedungseinladung noch einmal an die Interessenten? Wieso sollten wir uns am 24. begegnen? Ja, also ich durfte ja schon in Laudersbach einen Workshop halten, heuer im März, glaube ich. Erstens einmal, die Location ist wunderschön. Ja? Also wirklich ganz herzlich auch die Menschen dort. Es ist ein Schritt raus aus der Komfortzone. Es ist ein Schritt Richtung Wachsen, Richtung mehr Freude im Leben, Richtung mehr Menschlichkeit. Man lernt nämlich bei diesen Workshops ganz viel tolle Menschen kennen. Und das ist auch etwas, es kommen wirklich nur Leute zu den Workshops, die offen sind. Wer andere kommt nicht. Leute, die offen sind, die wachsen wollen, die Neues erleben wollen. Also man kann auch ganz viel Netzwerken, Werken und Menschen finden, mit denen man dann vielleicht im Winter nach dem 24. November sich trifft und dann gemeinsam in einem See schwimmen geht zum Beispiel. Schön. Wir freuen uns sehr drauf, das haben wir schon. Immer Donnerstag, Monika Buchsteiner, die du ja kennst, eine sehr gute Bekannte, auch von mir organisiert ist. Wir starten auch nächste Woche. Und wie du gesagt hast, das Zwischenmenschliche, die Begegnung mit diesen besonderen Menschen ist auch ganz fein. Ich freue mich sehr, liebe Sonja. Ja, in Kürze, in ein paar Wochen sehen wir uns. Genau, nicht mal einen Monat. Ja, danke schön. Danke, lieber Georg.